Heute haben wir viele Lösungsansätze gehört. Ursprünglich sagen wir immer ACK, besprechen wir mal, was nicht koscher ist. Und nachher soll jeder schauen, wo er sich da die Lösungen holt. Jetzt entwickelt sich die ACK immer mehr dorthin, wo Lösungen präsentiert werden. Wir möchten einfach nur empfehlen, und dabei bleiben wir, das ist unsere wichtigere Botschaft, die wir in dieser Zeit auch immer wieder verkünden. Wir hören einfach aufs Herz. Alles, was heute war, wir spüren das, was von der Wirklichkeit gedeckt ist, was korrekt, was stimmt, was echt ist, was wahr ist, das geht innerlich hoch. Und wir sagen einfach, alles, was ihr heute gehört habt, was euch innerlich hochgeführt habt, das haltet fest. Und das andere lasst einfach an euch vorbei. Das ist ein Prinzip, wie man vorwärts kommt. Man geht nicht nach Hause und sagt dann, oh, da ging es mir so runter und verteufelt nachher irgendwas, wenn man irgendwo nicht mitgekommen ist. Denn manchmal geht es auch nicht hoch, weil es man einfach nicht versteht. Ja? Oder einmal innerlich Angst bekommt und so weiter. Das Gute festhalten, am anderen vorbeiziehen. Ich mache so die Dinge, die bei mir heute nicht hochgingen, die nehme ich mit nach Hause und gehe einfach nochmal schlafen und bete dann für mich und möchte das ganz verstehen. Und so ist das eigentlich das Prinzip der Schöpfung. Man sagt einfach, ich kann das verstehen, ich will das verstehen, ich kann das verstehen. Ich schaue mir das nochmal in Ruhe an und dann schaue ich wieder aufs Herz. Wenn ich es nicht hochkriege, dann vergesse ich es irgendwann einfach. Und das Gute halte ich fest, so kommen weiter. Also wir haben heute sehr viel Wunderbares gehört, Kostbares. Und ich kann nur nochmal danken, danken, danken euch Referenten alle, die ihr euch die Zeit genommen habt, die Mühe, das alles vorzubereiten und das hier zu präsentieren. Herzlichen Dank nochmal an alle. Das Letzte, was ich sagen möchte, ihr habt viel von auch Klagemauer TV wieder gehört, von S&G, was uns Not tut, wir brauchen viele gute Leute, die schreiben, die Artikel schreiben. Wir haben im Moment in Klagemauer TV keinen Mangel an Sendern. Also wir haben im Moment haben wir 65 Studios, wir werden in 199 Länder geschaut, in 31 Sprachen, aber wir arbeiten uns fast zu Tode, weil wir die meisten Artikel auch noch selber schreiben. Ihr müsst euch vorstellen, die Studios zu betreiben und dann auch schreiben und. Wenn hier drin Leute sind oder wenn ihr welche kennt, wir haben 12 Themengebiete in der S&G, könnt ihr die finden. Oder auch KlarTV, besser gesagt, könnt ihr es dort finden, die 12 Themengebiete. Sei das jetzt Medizin oder Wirtschaft oder was auch immer, mobilisiert Top-Schreiber. Oder wenn ihr wisst, wo gute Schreiber sind, die ganz kurze Artikel verfassen, helft uns dabei, diese Sendungen zu produzieren. Auch heute haben wir wunderbare Referenten kennengelernt. Seht zu, dass ihr in Verbindung bleibt mit den Referenten, wo ihr spürt, da schlägt mein Herz. Ihr müsst da nicht bei uns notwendigerweise sein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet bei uns und auch immer wieder vermittelt, dass wir mit anderen Aufklärungsdiensten zusammen sein dürfen.